Gegen Acherafo, 1, 2, 3, 4. Dubai, ach so. Natürlich. Ich glaube, Dubai ist auch ganz geil, oder? Darf man fragen, warum du dich dazu entschieden hast, da zu wohnen? War das einfach eine private Entscheidung so, weil du es schöner findest? Oder beruflich? Oder. Wie alt bist du denn? Fangen wir mal so an. Hier gibt es nur Wasser aus Flaschen. Gut, ist auch mitten in der Wüste, ne? Achtundzwanzig und wegen der Arbeit, okay. Na, krass. Ja, aber Dubai, da sagt man jetzt auch nicht nein, oder? Ich meine, klar hat die Heimat immer was Besonderes. Aber ich sag mal, ich glaube, einen kann es schlimmer treffen, als in Dubai zu wohnen, oder? Na, wobei, wenn es beruflich ist, ich weiß gar nicht, ob man auch wirklich so die Zeit hat, den Ort da so zu genießen, aber. Inka gegen Teutone. Teutone geht vermutlich Scouts. Dann gehe ich Man-at-Arms Archer. Gar keinen Bock auf Tower. Wäre gegen Teutone auch ziemlich blöd. Klar, könnte schlimmer sein, ja. Aber wie gesagt, Heimat ist halt immer was Besonderes. Ich bin zum Beispiel auch so ein übelster Heimscheißer. Ich hätte gar keinen Bock, irgendwo anders hinzufahren. Ich habe überhaupt keinen Bock auf ein FSJ oder sowas nach der Schule. Dafür finde ich mein Zuhause ein bisschen zu schön. Merkt mal auf, dass man weg ist, ja, das stimmt. Ey, die Map ist ja mal so übertrieben offen. Schwierig. Gerade im Urlaub oder so merkt man das oft. Wenn man dann irgendwie mal Zeit hat nachzudenken oder so, dann bemerkt man irgendwie voll oft, dass es zu Hause doch immer noch am schönsten ist, oder wie man so schön sagt. Ich denke mal, ich spiele das mangels Alternativen einfach offen. Alter. Oh fuck. Das war knapp. Wie er sie noch wieder bekommen hat. Lucky Bastard. Ja,
Yo, better Matt, hey, was geht? Hey, Olli Molli, was geht? Da hätte ich mich wohl ein bisschen mehr auf mein Scouting verlassen müssen. Ja, ein bisschen weniger auf mein Scouting verlassen müssen. Oh, fucking hell, fucking hell! Hey Chris, keine Ahnung, warum denn? Schreibt einfach auf WhatsApp. Sie eine Wall of China ziehen? Ari,
Chris nachher vielleicht. Muss ich aufpassen, der ist wahrscheinlich auf Full Skirms oder so. Oder geht zumindest jetzt auf Skirms. Oh Mann ey. Was baut der da? Ist das ein Stall? Ja, ne? Ja. Okay. Muss doch aufpassen, dass ich gleich nicht zu sehr hinterherhänge. Hier kein Haus hin. Dann Wheelbarrow hier nach. Einer von den Low, ne? Okay. Castle Age. Schwierig. Eingewallt, eingewallt. Sehr schön. Dann stelle ich mir mal lieber in irgendeinen Chokepoint mit denen rein oder so und hoffe, dass er keine Mangel baut. So, er hat einen Stall gebaut, das heißt, er geht wahrscheinlich auf Knights. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Monks noch mit reinmischen. Kann ich auch gleich auf Relics gehen, ist vielleicht keine blöde Idee. Gut, dauert noch ein bisschen, bis ich ab bin, aber naja. Na, ich habe ein bisschen zu wenig Vision, muss ich sagen. Andererseits kann ich hier einfach einen zum Scouten hinstellen. Damit ich weiß, ob und wenn hier eine Mangel kommt. So nicht, mein Lieber. So nicht. Das Ding ist, er hat jetzt halt den Power Spike, deswegen ist er cocky und möchte hier irgendwo ein Forward Will hinsetzen. Das Problem ist, es wird vermutlich auch funktionieren. Glück gehabt. Hey, mehr Glück als Verstand hier, ne? Dass das nicht durchgegangen ist. Aber ich kann jetzt schlecht reinlassen hier. Sonst habe ich Probleme. Ah,
Fast Ballistics brauche ich auf jeden Fall. Und eine Monastery. A, weil ich versuche Türme zu vermeiden, Holly Molly, und an B habe ich nicht gedacht. Aber gute Idee. Aber habe ich einfach nicht dran gedacht. Alter, das ist schon eine ganze Menge jetzt hier, ne? Auto Scout. Ja, ist auch ziemlich smart an sich. Ich habe einfach nur nicht dran gedacht. Aber an sich keine blöde Idee. Stimmt schon. Was haben Inka für eine Spezialeinheit? Kämmerjux, ne? Das Schöne ist, Teutonen sind nicht so schnell und die kriegen nur Melee-Bonus, deswegen sind die nicht so gefährlich für mich tatsächlich. In der Theorie zumindest. Wo ist mein Mönch? Real Talk, wo ist mein Mönch? Da ist mein Mönch. Sehr gut für mich. Ja, ich hatte ein bisschen Schiss, ich würde gerne Knight converten oder so. Ja, Waze hat schon richtig viel Army hier, ne? Habe ich Redemption? Ja, könnte es sich lohnen, einfach die... Er wastet halt die ganze Zeit seine Army. Act,
GG.